Ja, Chris Baldisberg, ich habe gerade gesagt, sie sind der Garderobe-DJ, darum musst du auch zurück in die Garderobe, die Musik anstellen. Und sie sind aber auch heute Abend der Matchwinner. 1 Goal, 2 Assists, Start nach Mass. Matchwinner, nein, bin ich nicht. Ich glaube, es war eine gesamte Mannschaftsleistung heute. Ja, der Start war sehr wichtig, das haben wir uns vorgenommen. Und ich meine, wir sind heute rausgekommen und die Fans, unglaubliche Stimmung. Das ist einfach geil, jetzt hier in unserer Arena können sie und das erste Mal Playoffs spielen. Das hat man richtig gemerkt, das hat uns Energie gegeben. Und wir haben einen super Start angelegt, nach dem zweiten Drittel ein bisschen nicht so gut gestartet, aber nachher mit den Powerplay-Goals, wo wir sicher können, ja, den Sieg einleiten nachher. Und ja, am Schluss haben wir dann einfach durchziehen und ich denke, es ist schon gelungen. Ja, sie sagen Energie geben und vor allem auch Ihnen Energie geben. Sie sind genau dort, wo man sie eben braucht. Vor dem Kasten Screen gemacht und dann dort noch das Goal selber geschossen. Ist es genau das, was Mark Crawford von Ihnen will? Ja, wir haben uns sicher jetzt genug können einstellen auf Davos. Oder? Ich habe schon lange Zeit gesetzt letzte Woche. Wir haben gewusst, wie wir spielen wollen. Ich denke, das ist uns sicher gut gelungen. Es gibt aber sicher noch das eine oder andere zu verbessern. Und ja, Davos ist eine super Mannschaft. Sie haben super gespielt heute. Und ja, wir müssen schon noch ein besser spielen. Was muss man noch verbessern? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir sie früh stören. Sie sind eine gute Mannschaft, eine schnelle Mannschaft. Ich glaube, das ist so, ja, sicher müssen wir darauf schauen und ist wichtig. Und ja, das müssen wir besser machen.